Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ja, ich habe wieder 3 Tage lang mitgenommen durch meine Ernährung und habe euch auch ein Rezept auch gefilmt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsrezepte aus der Schule. Und zwar habe ich einen Spinatstrudel gemacht. Also ich werde euch zeigen, wie man einen Strudelteig zubereitet. Und die Füllung, das Rezept steht auch in der Infobox. Ich habe es euch da reingeschrieben. Probiert es mal aus. Also es ist wirklich, wenn ihr Spinatlovers seid, dann ich liebe es einfach. Beziehungsweise nicht nur Spinat, also wir haben es auch schon mit Lauch gefüllt oder Kürbis, passend zur Jahreszeit. Oder auch Äpfel rein und Zimt und Walnüsse, Rosinen. Also ja, ist auch derselbe Grundteil für einen süßen Strudel wie Apfelstrudel. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und ich kann es euch echt empfehlen, mal nachzumachen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, mein Frühstück war ein Brötchen mit veganem Frischkäse und Marmelade und Brie-Käse. War wieder sehr lecker. Und zum Mittagessen hatten wir Gemüse reichlich, Erbsen und Karotte, Brokkoli, ein Camembert von der veganen Mayo und Ofenkartoffeln. So, das ist jetzt mein kleiner Snack. So eine halbe Stroopwafel von Amsterdam. Dann von Tony einmal dieses, was ist es denn? Pretzel Toffee, Karamell und dieses White Chocolate Himbeer und 3 Fake Schokobons. Und zum Abendessen hatte ich ja noch mal ein bisschen Erbsen, Karottengemüse und Brokkoli. Hatte dann aber doch noch ein bisschen Hunger und habe mir dann noch eine Scheibe Brot gemacht. Es war schon 9:30 oder so. Ich finde, wenn ich Süßigkeiten esse, bekomme ich voll spät irgendwie erst wieder Hunger. Dann habe ich noch ein bisschen Paprika draufgelegt, weil es dann doch irgendwie besser schmeckt mit Gemüse. Ja, zum Frühstück gab es dann 2 Scheiben Bauernbrot mit veganem Frischkäse und Käse. Hey Leute, ich werde jetzt runtergehen und was kochen zum Mittagessen. Und zwar werde ich einen Spinatstrudel machen. Also das habe ich ja jetzt auch noch nie euch gezeigt, wie das geht. Auf jeden Fall ist es eins meiner absoluten Lieblingsrezepte aus der Schule. Wir stellen einen Strudelteig her. Ist eigentlich relativ simpel, auch wenn es sich relativ schwierig anhört. Also die Zutaten für den Strudelteig ist eigentlich nur Mehl, Wasser und Öl. Nur die Ausrolltechnik ist halt ein bisschen tricky. Da muss man eventuell am Anfang zu zweit sein, wenn man es zum ersten Mal macht. Aber dabei werde ich euch jetzt mitnehmen und viel Spaß dabei. Leute, also ihr habt jetzt euer Teig gemacht, einfach nur Mehl, Wasser und Öl. Und der Teig sollte übrigens so aussehen, also sollte jetzt nicht an euren Händen kleben. Und dann ist es wichtig, den auf den Tisch zu hauen, um die Luft rauszulassen. Weil der muss später ganz, ganz flach ausgerollt werden. Also könnt ihr noch so ein bisschen kneten mal. Und das macht ihr, das wiederholt ihr einfach ein paar Mal. So, und anschließend könnt ihr euren Spinat kochen. 800 Gramm sollten das sein. Also sorry, falls ich mich etwas erkältet anhöre. Ich bin erkältet. Aber ich hoffe, es stört nicht. Mich stört es etwas. Ich hasse es, wenn man so eine Stimme hat, aber yes, it is what it is. Das ist dann, ihr braucht ein Geschirrtuch. Das legt ihr auf eure Arbeitsfläche. Dann bestäubt ihr das mit Mehl und legt den Strudelteig hier drauf. Und auch ein bisschen auf das Walholz. Und dann tut ihr das einfach ausrollen, bis man das Geschirrtuch ein bisschen durchzieht. Und das mache ich jetzt. So, wenn ihr jetzt hier die Spinatmasse habt, ich habe sie gewürzt mit dem Just Spices Spinatgewürz, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer,
tut es den Spinat dann noch durch den Sieb pressen, damit die Flüssigkeit weggeht, weil sonst wird das eine sehr feuchte Angelegenheit mit dem Teig und so. Auf jeden Fall kommen jetzt noch 2 Eier rein und dann vermischen. Und dann kommt noch Feta dazu. So sollte es dann aussehen. Wenn ihr die Masse drauf gemacht habt, dann knickt ihr die Enden ab, damit die Füllung eben nicht rausgeht. Und jetzt einfach aufrollen mit Hilfe des Geschirrtuchs. Ja, und wenn er dann so aussieht, dann bleibt er so 40 bis 45 Minuten im Ofen. Bei 180 Grad Umluft. So, in der Zwischenzeit hole ich die Reste aus dem Kühlschrank raus von gestern und vorgestern. Ich habe hier noch Kürbisrisotto und die 2 Sachen von gestern. Wahrscheinlich mache ich noch einen Salat dazu, damit es noch ein bisschen Gemüse gibt, damit es für alle reicht. Aber unsere Kohlenhydratbeilagen sind einmal den Strudelteig, also der Strudel und Kürbisrisotto. Ja, und jetzt mache ich, denke ich, noch einen Salat. So, im Salat habe ich jetzt einmal Kopfsalat, Radieschen, Lauchzwiebeln und Rucola. So, und dann sollte er so schön aussehen. Und knusprig. Dann ist er fertig. So, das war dann meine Portion. Ich habe einmal von dem Strudel gehabt, da habe ich mir aber noch mal ein kleines Stückchen genommen, beziehungsweise ein halbes mit Salat, Risotto, ja. So, bei mir gibt es zum Abendessen jetzt Porridge. 40 Gramm mit 50 Gramm Joghurt, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Money Life. Zum Frühstück hatte ich 2 Scheiben Amaranthbrot mit veganem Frischkäse, Marmelade und Käse. Und die andere Hälfte war Erdnussmus mit Bananen und Hanfsamen. Zum Mittagessen gab es dann erstmal einen richtig großen Salat mit Karotte, rote Beete, Paprika, Radieschen, Kresse, Rucola, Endiviensalat, Tomaten. Und dann gab es mal wieder Chirignocchis. Gab es ja erst am Samstag, aber ja. Ja, so hoch motiviert wie ich an diesem Tag war, habe ich mich dann noch dazu entschieden, vegane Zimtschnecken zu machen und die waren wirklich lecker. Es waren insgesamt 12 Stück dann, einfach so ein rundes Blech. Waren auf jeden Fall auch sehr lecker. Machen wir mal einen Taste-Test. Boah. Geil. Die sind richtig fluffig. Schau ich mal an. Ich habe mich jetzt mal ans Fenster gesetzt. Hier ist die Qualität ein bisschen besser. Habe jetzt noch einen Grüntee dazu gemacht. Sorry für die Hintergrundgeräusche, also wenn ihr eine Katze schnurren hört. Auf jeden Fall sind die echt richtig lecker und ich finde sie auch gar nicht so süß. Also die Schicht von der Zimtmasse ist echt nicht so viel. Das ist voll angenehm. Aber sie sind richtig fluffig. Also der Teig ist richtig, richtig fluffig. So, und zum späten Abendessen habe ich da noch eine Birne gesnackt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.